Was bedeutet Familie? Das weiß jeder. Aber was bedeutet Familienname? Ne? Wie definiert die Zukunft das? Letztendlich ist es natürlich dann auch die Erziehung. Ne? Wie hat man am Tisch zu sitzen und sowas? Und dann war man irgendwo bei einem Freund eingeladen und dann sitzt man dann da und sagt, warum sitzt du da so steif? Man kann die Familie nicht verleugnen. Man ist ein Teil davon. Und wenn man sich an diesem Teil nicht mal reibt, dann ist der Untergang schneller da, als man denkt. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler. Ja, die Jubiläumsfolge. Nummer 10. Herzlich willkommen. Wir feiern auf Schloss Hugenpoth und Sie stehen natürlich auf der Gästeliste, weil Sie ja zu unseren Abonnenten gehören, weil Sie ja auf den Follow-Button geklickt haben. Das können Sie auch noch schnell nachholen. Dann meldet sich die nächste Folge ganz automatisch bei Ihnen. Das wird uns freuen. Vielen Dank. Wir haben Adel im Ruhrgebiet und damit meine ich nicht die Ruhrbarone wie Thyssen, Haniel, Krupp und Beitz, sondern echten westfälischen Uradel, eine der weitest verzweigten Adelshäuser Europas, die von Fürstenbergs. Uradel heißt, eine Familie muss bis zum Jahr 1400 in mindestens 3 Generationen ritterbürtig gelebt haben und das erfüllt seine Familie locker mit bald 730 Jahren Familiengeschichte. Er führt Schloss Hugenpoth, eine der feinsten Hotel- und Restaurantadressen in Nordrhein-Westfalen, ist frisch 49 geworden, hat 5 Kinder und viele Ideen. Bleiben Sie dran, eine Restaurantidee, die verrät er Ihnen gleich exklusiv. Zuerst von der Sparkasse. Erfahren. Ich habe ihn getroffen auf Schloss Hugenpoth. Draußen stand in der Sonne sein Ford Thunderbird von 1960. Den haben wir hinter uns gelassen, sind reingegangen ins Schloss, saßen in einer Ahnengalerie praktisch. Die gesamte Familie war dabei in Form von Gemälden. Und er stellt sich vor, erstmal vielleicht mit der längsten Version seines Namens. Die längste Version, Maximilian Wilhelm August, Freiherr von Fürstenberg. Ihr kürzester Name ist dann Hallo. Max. Papa, Max, Schatz, Papa, Schatz. Ja, Hase. Hase. Ja, ich habe einen leichten Überbiss. Ich würde gerne mit einer Wette beginnen, dass ich Ihre Familiengeschichte sehr, sehr grob in 32 Sekunden zusammenfassen kann, um danach eben noch 28 Minuten Zeit zu haben für das Schloss und für die Familie und für unsere schöne Stadt. Oh, da bin ich aber sehr gespannt. Ich versuche es einfach mal. Jetzt, ne? Ja. Also, westfälischer Uradel. Erscheint erstmals 1295 am Nordrand des Sauerlands. Es entwickeln sich 4 Äste ihrer Familie, einer in Herdringen im Sauerland, Arnsberg. Der zweite ist dieser hier, Hugenpoth. Dann ein Ast in Heiligenhofen, das ist bei Lindlar im Oberbergischen. Und der vierte Ast ist Körtlinghausen, Kreis Soest, mit Häusern auch in Ostwestfalen-Lippe. Genau. So, und einsteigen würde ich gerne mit Ihnen 1826, denn dann beginnt für die von Fürstenbergs die wahre Zeit zu Hause in Essen. Ist das richtig? Genau so ist das. Mit Schloss Borbeck. Bingo! Das ging aber ratzfatz. Ich glaube, ich muss mir auch sowas. Wenn man fragt, wer sind Sie, geben Sie mir 32 Sekunden. Ja, ich kann Ihnen den Text gerne ausdrucken. Ja, sehr gerne. Also, dieser Podcast-Name, den wir hier machen, der hilft mir jetzt schon, unserem Gespräch einen groben Rahmen zu geben. Ja. Zu Hause in Essen. 1826, Ihre Familie erwirbt das wunderschöne Schloss Borbeck, in dem Ihre Vorfahren auch wirklich gewohnt haben. Ne? Genau. Also, mein Großvater ist dort noch 1901 geboren. Startschuss war 1826. Welcher dreimal Urgroßvater? Clemens, der Erste, der eigentlich der Eigentümer dann von Hugenpoth wurde. Okay. Als er heiratete, hatte dann natürlich Borbeck erstmal bezogen, weil Hugenpoth erst 1831 gekauft worden Zwangsversteigerung, ist. Zwangsversteigerung, ne? Ja, ganz genau. Weil man muss sich ja vorstellen, auch damals konnten solche Besitze in die Schräglage geraten. Ja, änderte sich ja auch total viel. Aufkommende Industrialisierung, Handel und. Sind natürlich auch prägende Ereignisse für solche Besitze. Von den Aktenlagen habe ich schon Mitte des 18. Jahrhunderts schon Probleme an diesem Ort. So, und mein Urgroßvater, Friedrich Leopold, der nach 1806 oder beziehungsweise nach dem Deportationshof sind viele solcher Güter auf den Markt gekommen und letztendlich Hugenpoth kam ihm da gerade recht und deswegen in der Zwangsversteigerung rausgeholt. Und zusammen, also Borbeck, Hugenpoth und zusammen mit Schloss Horst in Gelsenkirchen seit 1706, ergibt sich so eine Art Dreiklang der Häuser der Hugenpoth-Linie ihrer Familie. Genau.
Hier im direkten Ruhrgebiet zumindest. Sind die alle drei noch im Familienbesitz? Nein, nur Hugenpot, weil solche Objekte zu unterhalten bzw. neuen Nutzungen zu unterwerfen, auch im Zuge mit Denkmalschutz und solche Sachen, ist nicht mehr aus den Gebäuden selbst heraus stemmbar. Aber nichtdestotrotz ist die Verbindung nach wie vor da. Bleibt ja auch für ewig, das ist ja das Schöne an der Geschichte. Ja. Darf ich Sie jetzt nicht mehr beneiden, ein Schloss zu haben? So oder so, also kommt drauf an, von welchem Blickwinkel man sieht. Aus historischer Sicht ist das natürlich toll, gelebte Geschichte zu spüren und zu erleben, das ja. Ich komme hier auf den Hof und sage, boah. Das sieht super aus, aber auf der anderen Seite, alles braucht Hege und Pflege. Na, und wenn man das mit eigenen vier Wänden gestrichen, dann sind wir ja hier mit vielen mehr Quadratmeter. Ich meine, ich musste jetzt im letzten Jahr allein fürs Hotel ein Lüftungssystem neu anschaffen und das hat mal eben schlappe 500.000 Euro gekostet. So, und das muss man auch erstmal erwirtschaften. Und das ist halt genau das Problem. Fettabscheider zum Beispiel, auch solche Sachen, kosten auch eben fast an die 80.000, 90.000 Euro. Jetzt bin ich nicht so drin. Das ist das was für die Küche? Genau, das ist für die Küche, weil wenn gebraten wird, dann fällt Fett an. Das muss dann irgendwie abgeschnitten werden. Aber auch Dächer, ne? Ich meine, zwei Dächer, mal eben gemacht, sind wir auch bei 500.000. So, das heißt, damit geht's los. Auf der anderen Seite muss ich sagen, sind solche Schlösser natürlich auch sehr geduldig. Sie halten lange, machen auch langes viel mit, aber wenn es dann mal an die Substanz geht, dann wird es aber auch echt teuer. Ja. Also Schloss Hugenpot ist Ihr Arbeitsplatz. Sie wohnen hier nicht. Ja. Und trotzdem sind Sie damit der erste echte von Fürstenberg, der hier in Eigenverantwortung das Haus leitet und das auch erst, sage ich mal, seit 2014. Genau. Wenn es vorher mit Pächtern ganz gut lief, woher kam der Impuls zu sagen, nee, das mache ich jetzt selbst? Der Impuls kam auch von den Pächtern. Also, doch selbst. Also das Problem ist, also der Pächter merkte auf einmal, es geht nicht mehr weiter. Und so kam es auch. Er musste dann leider aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben. Mhm. Und das hieße dann für mich, ja, was passiert? Dass Sie gleich mit aufgeben, das stand gar nicht zur Debatte. Genau, und so einen Standort eingehen zu lassen, der so eine Tradition mit sich brachte, hatte ich auch gedacht, dann versuchen wir es, wir übernehmen selber, machen eine GmbH und KKG und das ist der Stand heute. Corona. Ja. Wie schwer hat Sie das hier getroffen? Denn Corona macht ja keine Pause, wenn man an die laufenden Kosten denkt, die Sie schon angesprochen haben. Ne? Also ich denke, am Ende des Tages, wenn wir einen Strich drunter machen, dann wird man genau wissen, was passiert ist. Also ich bin froh, dass wir in Deutschland sind. Also wir haben Hilfen und Unterstützung bekommen. Die brauchten zwar, aber Corona als Ganzes, wenn ich an die forstlichen Sachen denke, Vermietung, Verpachtung natürlich auch schwierig. Wenn Leute kein Geld verdienen, wie sollen sie dann Mieten, Pachten bezahlen? Also es knirscht und knackt natürlich an allen Enden. Und am Ende des Tages mache ich einen Strich drunter und dann werden wir sehen, wie wir da weitermachen. Ja, und ich bekomme bei Ihnen ja hier noch Früchtetee. Das heißt, Sie ist doch da. Sie haben durchgehalten, Sie starten, Sie haben Reserven. Wir haben Reserven, wir starten durch und in der Gemeinschaft jetzt, denke ich, wird das auch ein guter Weg. Wir haben ja politisch etwas umgebaut. Ich hoffe, Sie erfahren es nicht von mir, aber der politische Einfluss des Adels ist ja etwas runtergeschraubt worden, spätestens seit der Weimarer Republik. Er hat seit 1806 etwas gelitten, ja, das stimmt. So, Sie haben das aber, Sie kennen es nicht anders. Sie sind Jahrgang 1972, der Freiherr, der Baron, der ist jetzt, was ist es? Ist es ein reiner Namensbestandteil oder ist das mehr? Was bedeutet das heute zum deutschen Adel, zum Uradel zu gehören? Also, nach 1919 ist es eigentlich ein Namensbestandteil. Also Freiherr von Fürstenberg ist mein korrekter Name. Als ich damals in der Uni zur Prüfung wollte, da sagte er, nee, Sie haben die Scheine noch nicht gemacht. Ich so, wieso das denn nicht? Ich habe die nach meinem Buch doch. Ja, aber hier in den Karteikarten ist das nicht zu finden. Und nach Recherche stellte ich fest, ich hatte nicht eine, sondern ich hatte drei Karteikarten. Unter Freiherr von Fürstenberg, unter von Fürstenberg, unter Fürstenberg. Und das bei jemandem, der Geschichte studiert hat. Genau, also da merkt man, dass es dann immer wieder schwieriger fällt. Es ist so, ich sehe mich immer einer gewissen Tradition verpflichtet. Ja, dem Adel angehörig ist es jetzt, man kann es nicht sagen, als Stand oder sowas. Das ist schon lange, lange vorbei. Aber wie soll ich sagen, es ist genauso wie Handwerkergilden, es ist wie Landwirte untereinander. So, da gibt's einen gewissen Stallgeruch und auch einen gewissen Erfahrungsaustausch. Mhm. Sie haben auch mit alten Gebäuden zu tun, mit Land- und Forstwirtschaft und solche Sachen. Und das vereinfacht einfach genauso wie ein Chorbruderschaft oder solche Sachen. Also man kennt sich.
Man kennt sich und andererseits betrachte ich mich als Unternehmer mit einer Tradition. Und trotzdem müssen Sie doch als Kind gemerkt haben, irgendwas ist anders, irgendwas stimmt hier nicht im Vergleich zum Leben meiner Freunde beispielsweise. Ja, also das ist natürlich einfach dem Namen schon geschuldet, weil, wie soll ich sagen, es ist... Adel hat natürlich immer irgendwas mit einer Geschichte, mit Rittern und mit allem Möglichen zu tun. Ja. Und ich meine, man braucht ja nur die Boulevardpresse aus. Und ich bin neulich ganz erstaunt gewesen, es gibt sogar eine Zeitschrift, die heißt Adel aktuell. Mhm. Und solche Sachen, also war ich auch sehr fasziniert drüber. Aber auch, man hat ja alles immer eine gewisse Vorstellung. Und manchmal sind es auch gewisse Vorurteile und solche Sachen, muss man halt einfach aufräumen. Und trotzdem auf die Kindheit nochmal zu sprechen. Ja. Woran merkt man es denn? Vielleicht gibt es ja so einen ersten magischen Moment, wo Sie gemerkt haben, war es vielleicht ein Verbot, nach dem Motto, nein, Maximilian, sowas machen wir nicht. Oder war es ein Privileg nach dem Motto, du darfst auf diese Feier deine Freunde nicht beispielsweise machen? Das ist unheimlich schwer zu beantworten, weil man merkt es natürlich in der Schule an Leuten, wie sie die Fragen stellen. Aber auf der anderen Seite hatten wir dann natürlich ein Haus. Ich kannte Hugenpoot natürlich schon von Kindheit aus. Für mich war das was Normales. Und ich habe es erst an der Reaktion von anderen Menschen damals gemerkt. Die dann sagten, boah, was ist denn das oder sonst was? Ja. Für mich war es eher normal, nichts Außergewöhnliches. Und plötzlich wurde man mit Fragen konfrontiert. Und so hat man sich natürlich als kleines Kind immer weiter rangepirscht. Und letztendlich ist es natürlich dann auch die Erziehung. Ne? Wie hat man am Tisch zu sitzen und sowas. Und dann war man irgendwo bei Freunden eingeladen und dann sitzt man dann da und sagt, warum sitzt du da so steif? Oder solche Sachen. Also. Auch mal von der anderen Seite Erziehung, nach dem Motto, bild dir da mal nichts drauf ein. Du bist ein Kind wie alle anderen auch. Zum Teil, ja. Nee? Also... Nicht, ich hätte es Ihnen gewünscht, Sie wirken so umgänglich, also es scheint ja nicht schiefgegangen zu sein. Nein, also es ist so, dass ich selber habe immer versucht, auch solche Sachen zu hinterdenken. Es ist eine gute Erziehung, ist vernünftig, ja, man auch gewisse Traditionellen, es ist immer ganz gut, wenn man weiß, wie man sich dann vorstellt oder wie man Gastgeber ist und solche Sachen, kann ja nie schaden. Aber das in Arroganz und in Hybris münden zu lassen, also ich glaube, das ist schon sehr mich viel am Platz. Und da ist es natürlich, wenn man mit anderen Menschen kommunizieren will, dann ist das wie bei jedem anderen auch irgendwie. Ne? Das ist dann irgendwo, kommt dann die eigene Persönlichkeit raus. Und ich denke, das ist am Ende des Tages am wichtigsten. Abitur gemacht im Internat? Hinterzarten? Ja, ganz genau. Da ist die Schwarzwaldklinik damals gedreht worden. Ja, Baden-Württemberg. Ach so, ist er ja. Ja, ganz genau. Die haben bei mir damals Erdbeeren gekauft. Wer? Professor Brinkmann? Ja, genau. Ja, die Schauspieler, die standen dann plötzlich vor mir und ich so, war die ganze Crew. Das war noch so eine Erinnerung. Schön. 93, ja. Abitur, Zivildienst und dann ging es los. Dann haben sie sich eben nicht für Jura und BWL entschieden. Ich habe neulich den Satz gelesen, du studierst Jura oder BWL oder dein Bruder ist Alleinerbe. Ja. Ja, aber Sie, ich weiß nicht, irgendwo habe ich gelesen, Rebellion mit Augenmaß. Sie haben sich für was ganz anderes entschieden. Und es war auch ganz gut eigentlich. Ich habe Archäologie gemacht. Ich bin Forscher, Geisteswissenschaftler. Und als eben der Tod meines Vaters reinbrach und ich mich schnell umorientieren musste, da bin ich wissenschaftlich an die Sache herangegangen. Ich habe die Leute gefragt, ich habe mir die Sachen erarbeitet. Also dementsprechend kann ich für mich sagen, das getan zu haben, war richtig, war gut, hat mir Freude gemacht. Und bei allem anderen hat man sich dann schon durchgeforstet. Sie lernen auf dem Geburtstag Ihrer Mutter 1998 Ihre heutige Frau kennen, die Gräfin Stefanie Adelmann von Adelsmann-Felden. Ja, genau so ist es. Wie sahen solche Feste aus? Nehmen Sie uns doch mal mit an diesen Tag vielleicht. Erinnern Sie sich gut an diesen Tag? Natürlich, an den vergesse ich auch so schnell nicht, weil das Interessante war, gesehen, verliebt. Ach. Ja, also es war ziemlich voll. Also viele Freunde der Familie etc. Waren natürlich eingeladen. Und das Faszinierende an der Geschichte war, wir wurden uns vorgestellt und fingen direkt an, uns zu unterhalten. Und ein alter Freund von mir, 2 Meter groß, stand zwischen uns beiden und das Ergebnis all dessen war, ich kann mich bis heute nicht erinnern, dass der dabei stand. Oh, das ist mal schön, das ist romantisch. So, und ich weiß noch, als sie dann, das Fest war vorbei und ich habe sie noch verabschiedet und sie trug damals so einen geflochtenen Zopf hinten und das war das Letzte, was ich noch von ihr sah, als sie ging und ich war da echt traurig. Und dann hat es nochmal 6 Monate gedauert, bis sie sich wiedergesehen hat. Genau, und dann hatte sie, ich hatte noch einen Zettel, den habe ich heute noch, wo sie ihre Adresse draufgeschrieben hat. Den halte ich immer noch in Ehren. Ja, und dann rief sie dann irgendwann mal an. Wir hatten uns grob da verabredet, mal nach Bonn in die Springmäuse zu gehen. Und das haben wir gemacht. Und das war dann... Kabarett.
Das war dann der Startschuss letztendlich und das hat dann nicht mehr lange gedauert. Ja, nicht mehr lange gedauert. Und dann standen sie in der Welt am Sonntag, ich zitiere mal, Baron Maximilian heiratet in hellgelber Seidenweste und Zylinder, die Braut Stephanie in Naturseide in Eierschalen weiß und mit einem Schleier, der schon das Haupt der Schwiegermutter bei deren Hochzeit bedeckte. Ja. Das ist schon ein bisschen was anderes. Also spätestens da hätte ich es gemerkt als junger Mann. Es ist irgendwas anders in unserer Familie. Ja, also das anders, das kriegt man so gesehen schon relativ schnell mit. Ich kenne Geschichten von meiner Familie, wo bei den meisten, sagen wir mal, den Großeltern schon aufhört. Ja. Sie wissen schon ihre Geschichte von den Urgroßeltern schon nicht mehr. Mhm. Unsere Geschichte, es geht, glaube ich, jetzt, ich weiß nicht, 22 oder 23 Generationen in die Vergangenheit. Und das ist ja das Faszinierende. Wollen Sie damit sagen, dass Sie einfach auch heutzutage akzeptieren müssen, dass sowas ja schon fast aus historischen Gründen dann auch in der Welt am Sonntag stehen muss? Welche Farbe Ihre Weste hatte? Immerhin, das war ja ohne die Dokumentation der heutigen Zeit. Ne? Ja, muss, weiß ich nicht, aber es ist halt das Interesse. Man merkt, dass man halt auf Interesse stößt und es ist einfach... Es ist ja auch immer noch ein Blick in eine vergangene Zeit. Wir haben die Kutsche benutzt, wir sind zu einem Schloss gefahren und deswegen auch der Zylinder selbst, der wird kaum noch getragen. Aber bei Beerdigungen hatte ich jetzt letztens auch ein Kött und Zylinder an. Ja. So, weil ich wusste, dass der Verstorbene es sehr mochte. Also war sehr betont bei solchen Klamotten so. Und deswegen tat ich das auch, aber ich hatte trotzdem bunte Socken an. Ja, gut. So. Und solche Kleinigkeiten. Aber es ist einfach immer, ich kann schon verstehen, dass es halt auch ein Stück weit eine Faszination ist. Ich meine, das Königshaus in England oder solche Sachen, es ist ja schon toll zu sehen. Also es ist ja schon ein Medienspektakel, wenn sie mit so einer Kutsche rumfährt und solche. Verfolgen Sie das? Ich selber nicht. Haben Sie Spaß an sowas? Gucken Sie The Crown als Netflix-Serie? Auch nicht. Also das liegt natürlich, wir haben 5 Kinder bis wir dann fertig sind am Tag, haben wir die Stunde Freizeit abends irgendwann mal und Kennengelernt auf dem Fest ihrer Mutter. Ja. Ich fasse nochmal zusammen. Ja, ihre Frau trägt den Schleier ihrer Mutter und es gibt die Geschichte, dass ihre Mutter dann noch Stephanie das eigene Hochzeitsdatum auf den Anrufbeantworter gesprochen hat. Habe es vom Anrufbeantworter erfahren, wann sie selbst heiratet. Ergibt sich jetzt auch gar keine richtige Frage draus, aber ihre Frau muss eine sehr starke, sehr tapfere Frau sein. Ja, ist sie. Ja? Absolut, ja. Also sie hat schon mit mir einiges durchmachen müssen, aber sie ist es. Vermutlich hilft auch bei so etwas die eigene Adelsgeschichte, also zu wissen, wie solche Familiendynamiken funktionieren und warum die Mutter, der Vater vielleicht auch eine ganz besondere Rolle auch im Leben des Partners spielen. Ja. In dem Moment, wo man in sowas groß wird, lernt man auch ein Stück solcher Aufgaben. Man muss sich halt nicht mehr erklären. Ja, das glaube ich. Ja. Und sie wirken dabei auch sehr, sehr positiv. Also ich sehe sie jetzt noch nicht so schnell im Garten von Oprah Winfrey sitzen. Nee. Mit Tränen in den Augen. Nein. Wie oft hören Sie übrigens Hugenpöet oder Hugenpoet? Gibt es das noch? Ja, das hört man hier und da. Ja. Muss ich da immer auch sagen, das ist dort rheinische Dehnungsehe, ne? Hugenpot. Ja. Woher kommt der Name eigentlich? Frosch Kröte? Oder Kröte. Genau, und der Pot ist ja der Pot, Pütt, Pfütze, Topf, Teich. Teich. Genau, also Froschteich im Prinzip. Und man muss sich ja vorstellen, dass im Mittelalter hat man immer das Naheliegendste genommen. Also ein Teich, man hat die Pfähle reingehauen und hat dann das Schloss draufgebaut. Und deswegen hieß das wahrscheinlich auch schon damals. Dann lass uns mal da kurz in dem Froschteich da errichten. Ich gebe mir mal so 20 Sekunden für ein bisschen Werbung. Was ist für Sie das Besondere? Was kann man hier erwarten, wenn man hierher kommt, hier feiert, hier isst, hier schläft? Eine gewisse Authentizität. Also es ist ein Stück weit gelebte Geschichte. Das, was mich an Hugenpot, also wenn ich das jetzt mal, dass die Familiengeschichte alles mal ausblende, ist ein Schloss, was zwischen Düsseldorf und Essen liegt. Also zwei Regionen im Grünen. Es strahlt eine gewisse Ruhe aus. Und im Inneren, es sind noch die Möbel, es sind noch die Einrichtungsgegenstände wie vor 100 oder 200 Jahren. Neuer Fettabscheider. Und auch mal die Beleuchtung haben wir auch schon jetzt seit gestern die Kerzen abgeschafft. Auf jeden Fall, es ist einfach ein Stück Authentizität. Da fühlt man sich dann wohl. Also wenn man ein bisschen Geschichte, weil sonst kennt man ja oft dann Schlösser, die Fassade, aber innen drin ist es komplett neu. Ja. Borbecke hat manchmal ein bisschen das Problem, nicht? Das ist man in diesem Schloss und dann sitzt man da quasi in einem... in einer Volkshochschule. Ja, so. Und hier ist das eben überhaupt nicht. Und das ist halt
das Besondere ist. Ambiente ist es eben, was trägt. Das wäre bei Wer wird Millionär schon so eine 1-Million-Euro-Frage. Was haben Sir Peter Ustinov, Helmut Kohl und die Spice Girls gemeinsam, ne? Ja, ganz genau. Schloss Hugenpot. Alles schon hier gewesen, ne? Ja, ganz genau. Ja, sicher. 19 Zimmer? Ja, hier im Haus. Also insgesamt hat das Schloss, also mit den Vorgebäuden mit reingerechnet, sind wir bei 37. Immer schon große Küche, nicht erst mit ihrer Spitzenköchin Erika Bergheim, sondern schon in den 80ern haben sie sich da den ersten Stern erkocht. Erika Bergheim, das war ein großer Name, der steht über allem, eine Zeit, die jetzt endet. Ist das ein schwerer Verlust? Ja, es ist natürlich schon eine Zäsur, das muss ich schon sagen. Aber auf der anderen Seite, das hatte ich ja gerade, was die Corona-Krise und solche Sachen betrifft, es ist wieder auch eine neue Chance. Weil das bedeutet, Frau Bergheim ist ja gar nicht weit. Sie will ja in der Pierburg ihr neues Restaurant machen. Und wir wollen natürlich streben an den Hugenpot auch wieder etwas verjüngt vielleicht auch eine Sterneküche. Was heißt Sterne? Ein Fine Dining. Und wenn wir einen Stern bekommen, sind wir stolz. Aber erst auch mal sowas zu starten. Und da denke ich mir, gerade in der Gastronomie, da ist Konkurrenz belebt das Geschäft ein Stück weit. Ab 2 ist man eine kulinarische Landschaft, ne? Kann man sagen. Und aus dem Grunde sehe ich das persönlich als natürlich, klar ist es natürlich ein großer Verlust, aber auf der anderen Seite bietet es auch wieder was Neues. Eine Veränderung halt. Natürlich, klar. Ja. Wie wichtig ist, dass Schloss Hugenpot in Essen ist? Sie kriegen es hier nicht weg, das steht jetzt hier am Krötenteich, ne? So. Ja. Aber wie wichtig ist der Einfluss von Essen? Denn Sie haben ja hier vielleicht nicht die klassische große Fine-Dining-Tradition wie vielleicht in Münster, Bonn, Heidelberg. Ja, also es ist ja eine sehr bewegte Ecke hier. Düsseldorf ursprünglich, also ich habe noch einen Geldschein von 1923, 10 Millionen Mark Schein mit Hugenpot drauf. Das war dann irgendwann Gemeinde Laupendal und wurde erst dann eingemeindet. So ist dann Mintard an Mülheim gegangen, Kettwig nach Essen. So, es ist immer eine Landschaft, die im Endeffekt zwischen Ruhrgebiet und dem Rheinland liegt. Und ich glaube, das macht es auch ein Stück weit aus. Wir haben die Ruhr, wir haben die Landschaft und dadurch, dass es klar zu Essen gehört, ist es auch, ich meine, die Ruhr läuft hier direkt, sind wir hier im Ruhrgebiet. Das sind auch immer Freunde, die ich gesagt habe, wenn ich hierher fahre, im Ruhrgebiet kennt man immer mit qualmenden Schornsteinen und solche Sachen. Und wenn wir in Hugenpot standen, sagte ich, willkommen im Ruhrgebiet. Oh, wirklich? Ich sagte, ja, 500 Meter weiter fließt doch der Ruhr direkt. Haben Sie einen engeren Kontakt zur Stadt, einen Lieblingsort vielleicht? Ja, also ich selber investiere ja auch in Essen, ne? Also vor einiger Zeit eben auch die Zeche Bonifatius. Also Essen ist auf jeden Fall für mich natürlich ein Ort, die Familie hat hier gelebt, Borbeck habe ich immer noch Verbindung zu, eben gesagt auch Schloss Horst, natürlich Gelsenkirchen. Mhm. Also diese Region ist natürlich auch etwas, was mich auch in meinen Entscheidungen hier vor Ort prägt und deswegen bin ich auch immer froh, wenn eben auch sich Prominente hier treffen oder wenn wir uns mal austauschen über die Region. Und das war auch mein Ansinnen mit Hugenpot, eben es nicht einfach nur als Upper Class Hugenpot zu sehen, sondern es soll auch eben das Ruhrgebiet einladen und damit auch die Stadt Essen einzuladen, hierher zu kommen und sich's anzugucken. Machen Sie doch zum Abschluss nochmal Lust auf die Zukunft. Was haben Sie für Ideen, was erwartet Sie und uns hier? In Hugenpot. Mhm. Also wir wollen auf jeden Fall ein drittes Restaurant. Ui. Ja. Also natürlich Fine Dining. Ist das schon bekannt? Oder haben ja, das ist schon ein Stück weit angedacht. Also es ist so die Remise vorne. Ich kenne so viele, die da hinterher weinen. Die sagen, ach, das ist so schön. Hat natürlich auch einen unglaublichen Reiz, weil wenn man auf der Terrasse sitzt, hat man natürlich eine tolle Kulisse, nämlich Hugenpot, das Schloss selbst. Ja. So. Das ist das ehemalige Hugenpöttchen? Genau, das ehemalige Hugenpöttchen. So. Und das wollten wir dann für ein Mittagsrestaurant nehmen. Auch gestaltet als eben Brasserie. Und im Haus selbst kommt dann das Hugenpöttchen selbst, nicht? Also, wo es auch ursprünglich war. Das ist dann für abends. Das soll dann auch so ein bisschen eleganter sein. Und daneben natürlich das Laurushaus nach wie vor. Wir müssen jetzt auch peu à peu hier immer wieder aufbauen. Und ich habe nur uns oder zumindest uns aufgegeben, möglichst flexibel zu sein, weil wir wissen noch nicht, was kommt.
Ich habe diese Pläne zumindest noch nicht in der Öffentlichkeit. Wir werden öfter überrascht, dass Gäste von uns hier hochexklusive Schlagzeilen raushauen und wir bemerken das nicht. Wir veröffentlichen das. Ach so, ja, ja. Und plötzlich haben wir zum Beispiel das 100-jährige Jubiläumsprogramm von Volkwang im Podcast, nachdem es dann 3 Tage später erst veröffentlicht wird. Also, okay. Deswegen frage ich, haben Sie das uns jetzt exklusiv erzählt, dass Sie die Remise wieder beleben wollen? Es ist hier im Haus besprochen, also genauso sicher bin ich mir jetzt eigentlich auch nicht. Reicht mir für eine Schlagzeile. Ja, vielen Dank. Bitte sehr. Ja, vielleicht brechen Sie mir jetzt doch noch mal in Tränen aus. Ich riskiere jetzt mal was. 5 Kinder im Alter von 9 bis 17. Wie sah Homeschooling aus? Es war eine gewisse Herausforderung. Also, dass unser Internet nicht durchgebrannt ist oder irgendein Computer in Flammen aufgegangen ist, das ist wirklich noch alles. Also es ist wirklich schon eine Herausforderung gewesen. Das Gute ist natürlich bei den Älteren, sie können mittlerweile mit dem Computer umgehen, kriegen auch teilweise, sind welche von den Schulen gestellt. Ja. Aber es ist halt tatsächlich wirklich das Internet, weil gerade auch im letzten Jahr fing dann auch automatisch die Telekom dran, eine Leitung auszubessern und da hatten wir gar kein Internet im Haus. Oh, wunderbar. Und dann musste ich kurzfristig so einen Turm bestellen und sagen, dann, dass wir wenigstens ein bisschen LTE bekommen, dann das Nötigste abzufangen. Aber es ist schon eine gewisse Herausforderung. Und ich meine, es ist für mich auch das erste Mal jetzt so ein Podcast mit Mikrofon vor der Nase und Kopfhörer auf und dieses ganze Equipment, aber man hat trotzdem einen Menschen gegenüber, wo man auf eine Mimik reagieren kann. Wenn man aber auf einem Computer guckt, es ist schon sehr anonymisierend. Es ist auch teilweise für die Kinder echt deprimierend. Das glaube ich. Und nicht einfach. Also ich habe auch ein paar Aufnahmen gemacht, wie Sportunterricht unter Corona aussah. war dann der Laptop und daneben war mein Sohn, der einen Liegestütz auf so einem Teppich machte. Also das war schon, also es entbehrte manche Situationen nicht der Komik. Aber interfamiliär eine gute Übung, weil wir haben uns gegenseitig nicht zerfleischt. Also das ist schon mal gut, sehr positiv. Ja. Und auf der anderen Seite muss man wirklich auch sagen, es ist auch gut, wenn das jetzt auch wieder einmal anläuft. Ja, es ist ja auch fast vorbei. 5 Kinder, kriegen Sie die Namen zusammen, sonst helfe ich Ihnen. Ich habe die hier. Moment, ich muss jetzt mal die Ausrechnung nennen. Gut, es ist also unsere Älteste ist Elisabeth. 2004, geboren, dann Friedrich Leopold, Leo genannt, dann Konstantin, unser Raban Maximilian, unser Maxchen und dann Philippa als Jüngste. Die hatte ja ausgeglichensten Charakter. Und ist meistens immer so. Die haben am meisten immer erdulden müssen. Dabei sind Sie ja Erstgeborene. Ihre Frau ist auch Erstgeborene, ne? Ja, ganz genau. Meine Frau hat noch 3 weitere Geschwister, jüngere. Und dann kommt Philippa und ist also eine neue Ausgeglichenheit bei Ihnen. Ja, ganz genau. Okay. Also Sie leben alle in dieser traditionellen, glaube ich, Familienvilla in Angermund. An welcher Stelle berühren denn Ihre Kinder das Thema Adel? Wann merken die, dass vielleicht ein bisschen was anders ist? Abgesehen vom Blick in den Kinderausweis, wo dann steht, Elisabeth Baroness. Ja, oder Freiin von Fürstenberg steht dann. Also wenn es dann Personalausweis ist, dann immer merkwürdig. Aber natürlich, kriegt das natürlich jetzt auch immer ein Stück weit mit. Natürlich, dass auch manche Leute Fragen stellen und. Also es ist glücklicherweise, habe ich nicht den Eindruck, dass es heute mit irgendwelchen Anfeindungen oder solchen Sachen einhergeht oder sowas. Das war bisher, glaube ich, gar nicht so gegeben. Aber so ein kleiner Spruch, Kinder sind doch so schön grausam. Schulausflug an die Nordsee und dann ist es ihr vielleicht zu kalt, dann ist es der feinen Dame, der feinen Baroness vielleicht zu kalt. Ach so, das kann sein, dass sowas kommt. Das war bei mir, das musste ich selbst während des Studiums immer mit, weil da waren sogar selbst die Professoren, die mich dann immer hops nahmen und so sagten, seine Adeligkeit oder solche Sachen. Exzellenz. Aber, seine Exzellenz. Bringen Sie einfach in den nächsten Jahren die Hausarbeit vorbei, das genügt uns schon. Genau. Die Anwesenheit allein macht Freude, ja. Ja, also das sind auch gerade auch bei den Exkursionen, die wir hatten. Und ich glaube, das bleibt nicht aus, aber da sage ich mir, in einer Gruppe kriegt jeder das Fett ab. Eben. Also als ich in der Schule war damals, da war es manchmal auch, wurde man teilweise ausgegrenzt. Also das war, zu dem Zeitpunkt war es manchmal nicht ganz so leicht, weil da wurde ich tatsächlich, ob meines Namens teilweise, echt gehänselt. Ja. Also da ging dann immer hinterher und Fürstin und so haben einen immer so ein bisschen abgedrängt, dass wir den jetzt schon wieder und so. Ja. Das habe ich als Kind teilweise mitgemacht, miterlebt, ja. Ob das jetzt heute so, in den Schulen habe ich das jetzt nicht so mitgekriegt. Also meine Kinder haben jetzt nicht Schwerwiegendes darüber berichtet, glücklicherweise. Ja.
Nee, da ist man auch, glaube ich, ärmer dran, wenn rauskommt, dass man zu Hause kein Internet mehr hat, zum Beispiel. Ja, das ist die Schritte. ja, genau. Aber Sie haben schon immer wieder angedeutet, was Adel für Sie bedeutet. Also auch was Werte angeht, Tradition angeht, was eine Familie angeht. Ja, ja. Dann werden Sie doch sicherlich Ihre Aufgabe auch darin sehen, zu überprüfen, was lohnt überhaupt in die Moderne oder in die Gegenwart mitgenommen zu werden. Deswegen würde ich gerne mal die Frage andersrum stellen. Was vermitteln Sie Ihren Kindern heute nicht mehr, was Ihnen früher noch vermittelt wurde? Also wir sind wesentlich offener, weil man muss ja sagen, diese ganze Tradition ist ja über Jahrhunderte gewachsen. Und das Problem ist, gerade das 19. Jahrhundert war ja unheimlich zugeknöpft. Man sprach über viele Dinge nicht. Das hat sich ja glücklicherweise in unserem Jahrhundert ja stark geändert, was auch gut ist. Für mich ist immer wichtig, das, was solche Familien gelebt haben, gerade heutzutage hatten wir ja in dem Forst die Nachhaltigkeit und solche Sachen. Mhm. Ich sagte im Endeffekt, man weiß, die Welt wird kleiner. Das Einzige, was ihr mitnehmen könnt, ist tatsächlich das, was ihr lernt und wisst. Mhm. Und das andere ist natürlich, was das Menschliche betrifft, geht auf die Menschen zu und ladet sie auch ein, mit euch mitzugehen. Und das ist genau das, was ich hier in diesem Hause tue. Ich verrammel nicht. Es geht mir nicht darum zu sagen, alles halten, halten, halten. Ich weiß nicht, ob ich das halten kann. Wer weiß, was für Krisen die Zukunft bringt. Es kann auch sagen, dass man sich irgendwann mal denkt, man ja nicht mehr leisten kann. Es kann eine nächster Krieg, Krise oder was auch immer kommen. Dann ist sowieso weg. Ja, seid einfach weltoffen. Denkt, wenn man die Vergangenheit ein Stück weit kennt, weiß man auch, was die Zukunft bringt. Wenn ich weiß, woher ich komme, was meine eigene Geschichte ist, weiß ich auch im Endeffekt, wie ich weitermachen kann. Super. Also mit dem Oberbürgermeister spreche ich so ein bisschen über die nächsten 5 Jahre. Mit Ihnen kann ich ja über die nächsten 100, 150 Jahre sprechen. Kein Problem. Kein Problem. Ich sage Ihnen, Problem. Leo wäre dann schon Urgroßvater. Wahrscheinlich, dann würden, ja. Dann würden Sie hier auch als Bild hängen. Wäre Großvater. Hängen. Genau, ja, ich würde dann hier als Bild hängen und dann, ich bezeichne mich dann auch immer gerne als Schlossgeist und werde dann hier auch rumspuken und dann mal gucken, ob er das alles so richtig macht. In was für einer Welt leben wir da? Speziell mit dem Blick auf das, was Sie ja jetzt auch hier, Sie sprachen Nachhaltigkeit an, weitergeben wollen. Viele dieser Fragen müssen auf den Prüfstand. Es ist ja auch so, klar, ich komme noch aus einer Familie, wo man es an einen weiter vererbt. Aber ist das richtig? Muss es immer der Männliche sein? Was bedeutet Familie? Das weiß jeder. Aber was bedeutet Familienname? Na, wie definiert die Zukunft das? Ist es eine Nummer? Ein Bitcoin? Ist es, was wird es sein? Das wissen wir nicht. Die Gesellschaft ändert sich so schnell. Das 20. Jahrhundert hat eine Gesellschaft so schnell geändert wie davor so gut wie nicht, wenn man die Industrialisierung mit reinnimmt. Das wird alles auf dem Prüfstand stehen. Jetzt stand es ja immer. Also wenn wir jetzt mal sehen, also allein jetzt auf Ihre Geschichte. Die Zeit des Adels ist vorbei. Jetzt schon ist lange, die Zeit der Montanindustrie ist vorbei, geht zu Ende. Ja, und ich meine, neue Ideen. Ja, und ich meine, Adel hin oder her. Ich meine, es sind alte Begriffe. Von Edelinge oder was auch immer. Es sind halt, was ist edel und so. Ne? Ich meine, auch diese ganzen Begriffe, sie sind alle dem Wandel der Zeit unterworfen. Aber ich selber weiß, wie schnell die Zeit sich ändern kann und bin mit meinen Erziehungen die Kinder so offen wie möglich zu erziehen. Sich nicht auf das berufen, was sie vorgefunden haben. Ich kann natürlich auch sagen, ja, ihr müsst erhalten, machen und tun. Wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Das ist genau meine letzte Frage. Ja. Witzig, dann sind wir jetzt genau an dem Punkt. Ja. Die geht fast in die Philosophie, aber wir sind schon mit drin. Mit Ihnen kann man es ja machen. Ja. Das ist ein Zitat von Ihnen. Der Besitz wird uns nur geliehen, zu treuen Händen gegeben, damit wir ihn erhalten, mehren und eines Tages der nächsten Generation weiterreichen können. Genau. Wenn ich als Individuum auf die Erde komme, um etwas zu bekommen, zu bewahren, zu mehren und weiterzugeben, wo bleib ich dann? Hatten Sie nie mal das Gefühl, lasst mich mal raus hier aus dem ganzen Ding? Ah, das habe ich regelmäßig wieder. Aber das ist etwas, was einen dazu führt, wieder Sachen zu hinterdenken. Was will ich den Kindern aufbürden? Das heißt, die Erfahrung, die ich jetzt mache, kann ich ja auch jedem weitergeben. Aber es geht ja für viele Berufssachen, die ich dann ererbe. Ich hab hier etwas, was ich nicht versetzen kann. Also da mache ich doch jetzt meine Erfahrung und sage, egal wer es dann am Ende des Tages übernimmt, sag, Kinders, auf das und das musst du dich gefasst machen. Und klar kann es einem auf den Zeiger gehen, aber das ist genauso mit der eigenen Familie. Man kann die Familie nicht verleugnen oder viele solche Sachen. Und man ist ein Teil davon. Und wenn man sich an diesem Teil nicht mal reibt, dann fängt man an, es gar nicht zu hinterfragen. Und deswegen entlasse ich meine Kinder auch. Ich versuche ihnen Bildung mitzugeben und ich entlasse ihnen die Welt, weil das können sie mitnehmen. Und das ist das, was am Ende des Tages entscheidend sein wird.
Weil wenn ich jetzt nur aus unserer kleinen Perspektive hier, was will ich am Ende des Tages erreichen hiermit, kann es unter Umständen sein, dass ich sie zu sehr binde. Und dann ist der Untergang schneller da, als man denkt. Und auch um sie mache ich mir keine Sorgen, wenn ich hier sehe, Leidenschaft für Orchideen. Ja, natürlich. Physik, Chemie, ja. Astrophysik. Also da schlummert schon viel Individualisierung und viele neue Ideen. Das wäre dann eigentlich Thema für die nächste Folge. Ja, das kann ich, das glaube ich gerne. Deswegen sagte ich auch immer, wenn alle Stricke reißen, dann werde ich irgendwo Lehrer oder so. Oder Gärtner. So weit soll es mal nicht kommen. Nein, nein, so wird es auch nicht kommen. Baron von Fürstenberg, ja. Danke für Ihre Zeit. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke Ihnen für das nette Gespräch. Wenn Ihnen diese Jubiläumsfolge Freude gemacht hat, und das habe ich doch genau gesehen, dann schicken Sie sie doch mal an Freundinnen und Freunde, die entweder gern gut essen gehen oder die die Bunte und Gala zu Hause haben oder die sich einfach für Geschichte unserer Stadt interessieren. Feedback gern an podcast@sparkasse-essen.de. Da können Sie auch gern den nächsten Gast vorschlagen. Wir freuen uns. Und damit wünsche ich einen sensationellen Sommerstart in unserer schönen Stadt. Das war Zuhause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen.